Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu Mathe Bock, wenn Mathe Bock macht. Heute geht es um den Kongruenzsatz Seite, Seite, Seite und wie der dir dabei helfen kann, ein Dreieck zu konstruieren. Dieser Kongruenzsatz lautet: Zwei Dreiecke sind dann kongruent, wenn ihre jeweiligen Seiten paarweise gleich sind. Lang sind. Wir gucken uns mal an, was das heißt. Ich habe hier zwei kongruente Dreiecke aufgezeichnet und wir können ja mal nachmessen, die Seitenlängen, die sind gleich lang. Also A ist 2,2 cm lang und A' ist ebenfalls 2,2 cm lang. B ist ungefähr 1,4 cm lang, auch B' ist 1,4 cm lang. Und C, das ist die Seite, die ich zuerst gezeichnet habe, die ist genau 3 cm lang und auch C' ist 3 cm lang. Dieser Satz sagt also, wenn genau das der Fall ist, also dass die Seiten paarweise gleich lang sind, dann sind die beiden Dreiecke kongruent. Es geht jetzt nicht darum, diesen Satz zu beweisen, sondern augenscheinlich sind die das. Eine mögliche Aufgabe, die dir unterkommen könnte, wäre zum Beispiel: Zeichne ein Dreieck mit a gleich 3 cm, b gleich 4 cm und c gleich 6 cm. Du benutzt jetzt den Kongruenzsatz Seite, 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 denn du zeichnest ein Dreieck, was genau diese Seiten hat und du kannst dir dabei sicher sein, dass genau das richtige Dreieck rauskommt. Es kann gar nicht passieren, dass du ein falsches Dreieck zeichnest. Wie gehst du dabei jetzt vor? Du brauchst auf jeden Fall deinen Zirkel, ein Geodreieck oder ein Lineal, ist egal, und natürlich einen spitzen Bleistift. Am allerbesten zeichnest du zunächst mal die längste Seite, du bist da aber gar nicht festgelegt, du kannst jede Seite als Startseite benutzen. Ich zeichne die Seite C und als erstes schreibe ich natürlich mal deren Bezeichnung da dran. Die Seite C, die fängt, du weißt es, immer im Punkt A an und die endet im Punkt B. Als nächstes benutzen wir den Zirkel und du weißt, der Zirkel, der ist ja immer fest eingestellt auf eine besondere Länge. In dem Fall fangen wir jetzt an mit A und guck, dass der genau auf 3 cm eingestellt ist. Und jetzt müsst ihr noch kurz überlegen, A ist immer die Seite, die gegenüberliegend zum Punkt A ist, also müssen wir hier zeichnen. Und wir beginnen jetzt hier, indem wir in B einstechen und einen Kreis mit dem Radius 3 cm darum zeichnen. Warum machen wir das? Wenn wir jetzt von B aus eine Strecke zu irgendeinem Punkt auf dem Kreis zeichnen, dann wisst ihr natürlich, das ist der Radius und der Radius, der ist überall gleich, nämlich 3 cm. Wir können die Strecke A jetzt aber noch nicht sofort zeichnen, denn wir wissen ja gar nicht, wo der Punkt C liegt. Den finden wir jetzt raus, indem wir einen Kreis um A zeichnen, der als Radius gerade die Streckenlänge von B, also 4 cm, besitzt. Stellt es ganz genau ein, nehmt euch ruhig genug Zeit dafür, stecht nun in A ein und zeichnet einen Kreis mit dem eingestellten Radius 4 cm. Auch dieser Kreis hilft uns dabei, die Strecke, in dem Fall eben B, zu konstruieren. Weil wenn wir in A anfangen und zu irgendeinem Punkt auf dem Kreis eine Strecke zeichnen würden, dann wäre die genau 4 cm lang. Wie du siehst, schneiden sich die beiden Kreise in zwei Punkten. Den einen markieren wir hier und der andere Punkt, der liegt hier unten. Dass es sich beim Punkt C wirklich um diesen Punkt hier handelt, das kannst du erklären dadurch, dass du ja das Dreieck immer entgegengesetztes Uhrzeigersinns benennst. Würdest du es hier unten benutzen als C, dann wäre die Benennung ja mit dem Uhrzeigersinn und dann hättest du ein Dreieck gezeichnet, was nicht ganz genau diesem entspricht, sondern was eben an dieser Strecke hier gespiegelt ist. Benenne diesen Punkt also mit C und nun verbinde jeweils von B nach C mit der Seite A und von C nach A zurück mit der Seite B.
Ich hoffe, das Video hat dir etwas weitergeholfen, vielleicht auch ein kleines bisschen gefallen und du hast etwas dazugelernt. Wenn das so ist, dann lass mir einen Daumen da, abonniere meinen Kanal und dann sehen wir uns bald wieder.